Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit, als Jesus am Ufer des Sees Genezareth stand, drängte sich das Volk um ihn und wollte das Wort Gottes hören. Da sah er zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Jesus stieg in das Boot, das dem Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück weit vom Land wegzufahren. Dann setzte er sich und lehrte das Volk vom Boot aus. Als er seine Rede beendet hatte, sagte er zu Simon, »Fahr hinaus auf den See, dort werft eure Netze zum Fang aus.« Simon antwortete ihm, »Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen, doch auf dein Wort hin werde ich die Netze auswerfen.« Das taten sie, und sie fingen eine so große Menge Fische, dass ihre Netze zu reißen drohten. Deshalb winkten sie ihren Gefährten im anderen Boot, sie sollten kommen und ihnen helfen. Sie kamen, und gemeinsam füllten sie beide Boote bis zum Rand, sodass sie fast untergingen. Als Simon Petrus das sah, fiel er Jesus zu Füßen und sagte, »Herr, geh weg von mir, ich bin ein Sünder.« Denn er und alle seine Begleiter waren erstaunt und erschrocken, weil sie so viele Fische gefangen hatten. Ebenso ging es Jakobus und Johannes, den Söhnen des Zebedäus, die mit Simon zusammenarbeiteten. Da sagte Jesus zu Simon, »Fürchte dich nicht, von jetzt an wirst du Menschen fangen.« Und sie zogen die Boote an Land, ließen alles zurück und folgten ihm nach. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, kenne ich mich? Das ist eine Frage, die ich mir immer wieder stelle, um ganz klar die Antwort zu wissen, nein, ich kenne mich nicht. Ich kenne wahrscheinlich einiges mehr als Sie. Wenn ich Sie fragen würde, kennen Sie mich? Das ein oder andere würde Ihnen einfallen zu meiner Person. Das ist bei mir sicher mehr, als Sie über mich wissen, was ich über mich weiß. Und dennoch weiß ich, dass ich einen sehr, sehr oberflächlichen Blick auf mich habe. Und ich bin sehr, sehr sicher, dass das für jeden von uns gilt. Wir kennen uns in der Oberfläche, manches in der Tiefe und vieles kennen wir nicht. Ich habe immer mal wieder zwischendurch den Wunsch, Herr, lass mich nur einmal und ganz kurz sehen, wie und wer ich in deinen Augen bin. Diese Bitte ist noch nie erhört worden und vielleicht zu meinem Glück, weil das, was ich dann sehen würde, nun ja, das würde mich vielleicht sogar vernichten. Wir haben in der Kirche oft den Fehler begangen, dass wir sehr viel über Sünder und dass wir Sünder sind und so weiter, manchmal auch zu viel. Ich habe heute den Eindruck, dass wir es zu wenig tun, dass das Thema Sünde kaum mehr ein Thema ist. Das ist nicht bei jedem Menschen gleich. Aber ich glaube, dass dieser Augenblick, den Lukas erzählt, bei der Berufung des Petrus, wahrscheinlich kannte er Jesus schon ein wenig, war sicher nicht die erste Begegnung. Aber dieser Augenblick, den Lukas schildert und wo er einfach nur diese stammelnden Worte
des Petrus: Geh weg, geh, Herr, geh ganz weit weg von mir. Ich bin ein Sünder. Ich glaube, das war so ein Augenblick, in dem Petrus vor der Folie dieses reinen, dieses durch und durch lauteren Menschen Jesus erkannt hat, wer er ist. Wahrscheinlich nur den Bruchteil einer Sekunde, aber in die Tiefe gesehen hat, wo Mangel an Liebe ist, Mangel an Güte, Mangel an Geduld. Immer wieder alles, was wir so tun, auch durchwirkt von Egoismus, von Eitelkeit, von so vielen Dingen, die oft das Beste verunreinigen. Liebe Schwestern und Brüder, warum erzähle ich Ihnen das alles? Um Ihnen ein schlechtes Gewissen zu machen? Nein, nein. Sondern es geht letztlich immer darum, dass wir der Wahrheit, die Wahrheit über uns selber anerkennen, die wir, wie gesagt, nicht wirklich kennen. Ich bin sicher, wenn wir einmal nach unserem Tod vor Gott stehen, dass wir dann bis in die letzte Verästelung hinein uns selber erkennen. Und es ist wahrscheinlich Gnade und Barmherzigkeit und Geduld mit uns, dass uns dieser Blick verborgen bleibt. Aber ich glaube, dass jeder von uns solche Augenblicke kennen sollte, wo ich weiß, Herr, in jeder Eucharistie beten wir das, Herr, ich bin nicht würdig. Und ich glaube, dass jemand, der Priester ist, heute ist Priester Donnerstag, aber es gilt für alle Getauften, wenn ein Priester, ein Bischof, ein Papst nicht weiß und mit Petrus so sagen kann, Herr, geh weg von mir, ich bin ein Sünder, dann werden wir unsere Aufgabe nicht gut erfüllen können. Dann passiert Machtmissbrauch, dann passiert all das, was oft, ja, was Papst Franziskus Klerikalismus nennt, so ein Getue, sich über andere zu erheben. Niemand von uns hat dazu Ursache. Und als Letztes müssen wir deswegen ständig mit zerknirschtem Gesicht und zusammengebissenen Zähnen herumlaufen? Nein. Die ganze Welt gehört euch, alles gehört euch. Ihr aber gehört Gott. Seid nicht weise, so wie die Welt denkt. Die Welt denkt, ich muss perfekt sein. Ich darf nicht zugeben, wenn ich mal Mist baue, wenn ich einen Fehler begehe, wenn ich mich schuldig gemacht habe. Ich muss so tun, als wäre alles glatt. Welch ein Irrtum, welch eine Selbstüberforderung. Es ist Torheit, es ist einfach ganz schlicht Dummheit. Seid weise. Aber wenn ihr euch erkennt, dann werdet ihr immer wissen, Gott schaut euch mit einem Auge an, das mich durch und durch erkennt. Übrigens auch das, was gut ist an uns. Aber immer mit einem Zug der Barmherzigkeit, der Gnade, der Liebe. Und weil Gott mich so anschaut, deswegen kann ich auch meine Schuld, meine Sünde anschauen, weil ich dann weiß, ich darf sie dir geben und du wirst verzeihen. Und du führst mich einen Weg immer mehr hin in jenes Licht, dass du Gott bist.